Ja, hallo Leute, wie ihr vielleicht jetzt schon seht, ich habe ein kleines Problem mit meiner Xbox und zwar will ich die Demo von Rage spielen. Und ich habe mir das jetzt schon das zweite Mal runtergeladen. Immer wieder kommt das nach ein paar Sekunden. So eine Fehlermeldung. Das ist richtig schlimm, ey. Ich will mir sowieso bald eine neue Xbox kaufen, aber sowas hatte ich noch nie. Also bei Forza 3 frierte mir öfter mal ein und alles. Aber sowas ist echt kacke. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen und sagen, was man da machen kann. Ja, denn bis zum nächsten Mal. Tschüss.